Startfrei zum dritten Tagesbewerb, dem ersten Doppelsacki-Rennen in dieser Saison. 9 Gespanne versammeln sich hinter dem Startauto. Jetzt sind es noch etwa 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Pferde kommen erstmals vor die Tribünen mit Fiorino Octon an der Spitze. Innen dahinter läuft Fiesta Venus, flankiert von MS Zeus. Innen dahinter Business Venus mit Almondo SR. Fünftes Pferd ist Angelina Marie. So geht es in den Stadionbogen hinein mit Fiorino Octon an der Spitze. Innen dahinter läuft Fiesta Venus. Wiederum innen dahinter Business Venus. Nun wird Almondo SR in die dritte Spur zum Angriff genommen. Auch Aristocates R geht hier ganz gut mit. An der Spitze allerdings weiterhin Fiorino Octon. Außen gesellt sich nun Almondo SR dazu. Innen Business Venus. Und außen läuft Mimi. In dritter Spur erfolgt nun der Angriff von Aristocat SR. Die Pferde nähern sich dem Einlauf. Und hier hat Fiorino Octon noch einen Vorteil. Fiesta Venus ist allerdings herausgenommen. Fiesta Venus greift hier an und gewinnt noch vor Fiorino Octon, Mimi, Aristocates R und Angelina Marie. Während hier die Teilnehmer des Doppelsalki-Bewerbs vor dem Richterturm wieder abgeliefert werden, sieht man auch das siegreiche Trio vor den Tribünen. Die Programmnummer 5 Fiesta Venus, zum Sieg gesteuert von Erich Kobes und Gary Schütz. Die achtjährige Stute Fiesta Venus, zum Sieg gesteuert von Erich Kubes und Gary Schütz. Wir gratulieren sehr herzlich.